Oder, ich sage, er ist 7, 8 Monate hier, ja. Wie viel Zeit soll man dem Spieler noch geben? Er hat ja seine Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt. Er ist ja jemand, der die Bundesliga kennt. Er kennt die Gegner, er kennt die gegnerische Mannschaft. Er hat keinen neuen Trainer bekommen. Also Zeit geben wir nicht mehr. Er ist bei Bayern München und in der Zeit, wo er da ist, bringt er meiner Meinung nach zu wenig. Dass man Anlaufschwierigkeiten hat, das ist nicht immer hundertprozentig funktioniert. Dann nehme ich den Spieler in Schutz. Aber nach 8 Monaten hat er mir zu wenig geliefert in den Spielen, wo er auf dem Platz gestanden ist. Scheint mir so noch ein bisschen zu wackeln, ein bisschen Fremdkörper, sowohl im Aufbauspiel, auch im Defensivverhalten. Nicht jetzt wegen dem Beinschuss, den er da bekommen hat, sondern hat schon einige Fehler gemacht, auch bei Hertha BSC, den Rückpass zu Manuel Neuer. Und das ist einfach nicht ein Spieler, der bisher angekommen ist beim FC Bayern. Sehen ja alle, dass Hernandez und Upamecano zurzeit nicht den sichersten Eindruck hinten erlassen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für die Mitspieler, die das ja auch merken. Und es gibt natürlich den Mitspieler auch keine Sicherheit. Glückwunsch an Bochum erstmal, weil sie ja nicht gewonnen haben, weil Bayern schlecht ist oder schlechtes Spiel hat, sondern weil sie überragend gespielt haben. Das war ein perfekter Tag für den VfL Bochum. Es hat alles funktioniert. Solche Tore schießen sie nicht jede Woche. Schöne Tore, viele Tore. Bochum war eine der schwächsten Mannschaften in der Offensive in der Bundesliga. Die Konzentration, die Einstellung fehlt mir dann schon bei den Top-Mannschaften in so einem Spiel, auch beim FC Bayern, was ich eigentlich gar nicht verstehen kann. Das kann mal passieren, das ist früher passiert. Aber in der Menge, wo sie jetzt diese Spiele verloren haben, gegen eben die vermeintlich schwächeren Mannschaften, Augsburg war ja auch, ist ja auch so ein Beispiel gewesen, oder das 5:0 München-Gladbach im Pokal, das sind dann schon Dinge, wo Seltenheit wir jetzt haben.